Börsenminute von Julia Kistner. Inflation, Inflation, Inflation bekommt man täglich zu hören. Das macht einen natürlich etwas unrund und dass die Preise steigen, sieht man ja beim täglichen Einkauf. Ich möchte die Inflationsgefahr nicht kleinreden, aber auch nicht großreden. Die Teuerungsrate wird auch bereinigt, um die Sondereffekte Pandemie und Lieferengpässe 2022 um ein paar Prozent anziehen. Und man sollte es in seiner Veranlagung mit einkalkulieren. Jetzt panisch Immobilien zu kaufen als vermeintlich Inflationsschutz ist aber auch keine Lösung. Denn erstens haben wir einen Käufermarkt, soll heißen, man kauft momentan nicht unbedingt günstig. Und zweitens steigen natürlich auch mit der Inflation die flexiblen Zinsraten fürs Darlehen. Mein Tipp wäre, wenn man eine hübsche Immobilie im Auge hat, dann sollte man sich einmal ausrechnen, ob man sie auch bei einer Darlehensverzinsung von 3% kaufen würde und vor allem auch leisten könnte. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.